Ja, hallo liebe Pfeifen-Community, hallo lieber Piepen-Chris, hallo YouTube. Ich habe mir eben dein Video angesehen, Dampferblasen. Ja, Dampferblasen. Ich meine, du gehst die Sache ziemlich falsch an. Geh doch rein, den Tipp habe ich von Ralf bekommen, geh rein, frag, ob du hier drin rauchen, leg deine Pfeife auf den Tisch. Frag, ob du hier drin rauchen darfst, bevor du deine Bestellung aufgibst. Wenn es heißt nein, pack die Pfeife ein und geh. Ohne bestellt zu haben. Schnapp dein Zeug und geh. Wirkt wahre Wunder. Dann zu den Dingen, die draußen rauchen. Geh im Sommer hin und frag jemanden, ob er nicht Raucher ist. Wenn du keinen Platz im Biergarten findest, frag ihn, ob er auch dafür gekämpft hat. Das Nichtraucherschutzgesetz, dass die Raucher aus den Kneipen raus sollen. Wenn er ja sagt, zeig auf die Tür und sagt dann, geh rein. Du hast das erreicht, was du wolltest, geh bitte rein. Habe ich auch schon gebracht. Hat auch schon geholfen. Ja. Zum Thema deutscher Staat und Gesetze. Ich meine, muss ich jetzt ausholen. Die Schweiz bekommt es hin, für jedes Gesetz, was es gibt, eine Volksabstimmung zu machen. Eine demokratische Volksabstimmung. Wo jeder Bürger das Recht hat, okay, ich kann sagen, ich will das nicht. In Deutschland wird es nicht gemacht. Würde zu viel Geld kosten. Es würde Deutschland wesentlich billiger kommen, wenn man die Leute befragt. Dafür aber diese angeblich verantwortlichen Rettungsschirme nach Griechenland spart. Dann hätte man eine Demokratie. Nur das Problem ist, das will die deutsche Regierung nicht so haben. Aus dem einfachen Grund, weil es könnte das Volk gegen den Willen der Regierung entscheiden. Es geht nämlich nicht darum, was das Volk will in Deutschland, es geht darum, was die Regierung will. Und damit sind wir beim Thema Scheindemokratie. Also ein bisschen was mich aufregt. Das ist jetzt ein bisschen Thema abschweifend zu dir, aber ist auch so eine Sache, die mich tierisch aufregt. Dass wir nicht in einer Demokratie, sondern in einer Scheindemokratie leben. Letztendlich gibt es wahrscheinlich auch gar keine Rivalisierungen unter den Parteien. Wahrscheinlich hocken sie nach dem Bundestag abkommen, hocken sie wahrscheinlich alle zusammen am Stammtisch und saufen. Wurst. Bratwurst, wenn du haben willst. Keine Ahnung. Ja. Weiß nicht. Alles dieselben Lackaffen da oben. Sorry. Oh, stimmt jetzt. Eine Kassiererin, die bei Aldi klaut, wird fristlos entlassen. Ein Ministerpräsident, der das ganze Volk verrät, bekommt noch, was weiß ich, wie viel Geld in den Arsch geschoben deswegen. Ich wollte es nur angemerkt haben, ne? Also, kann sich doch genauso arbeitslos melden wie jeder andere auch. Wenn das nämlich die Politiker machen würden, dann wäre ich mir sicher, sogar sehr, sehr sicher, dass Deutschland einige finanzielle Probleme gelöst werden. Einige. Ich könnte euch Anekdoten erzählen, die ich als Augenzeuge bereits gesehen habe. Ich mach's einfach. Ich habe früher mal bei uns in der Nähe gibt es eine Stadt, die heißt Leutkirch. Das ist ein schönen blauen im Allgäu. Das liegt genau an der bayerischen Grenze oder an der Grenze Baden-Württemberg-Bayern. Da war ein Abkommen zwischen Erwin Teufel und Edmund Stoiber. Und es war in Leutkirch, da gibt es so einen Talksaal, also so einen Saal, wo immer der Polit-Talk stattfindet in Leutkirch. Da kann jeder hingehen, kann sich jeder angucken.
Und da waren diese beiden Mächte, ja, hier, der Eddie und der Earth. Und der Boxsaal ist in der Leutkirche Innenstadt und die sind zu einem Lokal gefahren. Die sind zu einem Lokal gefahren mit einer Polizeieskorte bestehend aus. Ja, zunächst muss ich mal sagen, jeder hat noch sein Gefolge mitgebracht. Zwei Personen pro Fahrzeug. Es waren insgesamt vier Fahrzeuge pro Person. Also Eddie S. und Earth T. Hatte jeder vier Fahrzeuge. Vor diesen Fahrzeugen, ich dachte eigentlich, es wäre ein Staatsempfang, so wie das ausgesehen hat. Vor diesen Fahrzeugen fuhren jeweils ein Streifenwagen, vier Polizeimotorräder. Hinter diesen Fahrzeugen zwei Polizeifahrzeuge und vier Motorräder. Und jetzt kommt das Interessante. Vom Boxsaal zu der Wirtschaft, in der sie zum Essen waren, das Gasthaus Rath in Leutkirch, sind es sage und schreibe 300 Meter. Ich will nicht wissen, was der Spaß gekostet hat. Ich will es nicht wissen. Definitiv nicht. Ja, nur mal so als Anregung, wir werden verarscht. Von vorne bis hinten, nach Strich und Faden. Das war's für heute von meiner Seite aus. Vielleicht sehen wir uns nachher nochmal, wenn ich nochmal ein Pfeifenvideo einstelle. Ich denke, ich werde nachher nochmal eins einstellen. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen, wie ich drauf bin. Falls ich als beendet, wünsche ich euch noch gute Nacht und genießt die restliche Woche. Falls wir uns vor Ostern nicht mehr sehen, noch schöne Feiertage. Habt euch wohl. Und ihr wisst ja, Katholiken, Freitag gibt es kein Fleisch, wa? Müssen wir uns zurückhalten. Scheiße, wa?